Oh, da kommt aber noch viel. Shit, das ist noch sehr viel. Okay, Anke hat nie gesagt, haben sie leer gemacht. Alter Verwalter. Scheiße. Wie viel Öl war dann denn auch drinne, frage ich mich. Junge, 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 alter Verf. Ja, herzlich willkommen. Wir starten eine neue Serie und zwar nennen wir die Serie Flo Privat. Ja, uns ist nichts anderes eingefallen, deswegen haben wir die jetzt verwendet. Alle anderen Namen waren schon besetzt. Und in dieser Serie geht es einmal so ein bisschen darum, da erzähle ich so ein paar Sachen aus meinem Privatleben. Jetzt nicht irgendwie meckern oder was weiß ich was. Aber ich denke, das sind für manche Leute auch ein bisschen spannend. Wir werden nicht nur auf diese Autopflegeszene gehen. Betrachtet es einfach als so gesehen wie im Forum dieses Off-Topic. Ne? Also das heißt, wir sprechen über Sachen, ja, die vielleicht interessant sind, aber nicht direkt was mit der Autopflege zu tun hat. Im heutigen Video geht es allerdings um eine etwas spannendere Sache. Viele haben ja schon gesehen, dass ich im Sommer das Foto von meiner Panigale gepostet habe. Ich habe geschrieben, wollt ihr darüber ein Aufbereitungsvideo sehen? Ja, ihr habt gesagt ja und ich wollte das auch machen. Dann ist natürlich etwas dazwischen gekommen und zwar der Motorschaden. Aber beginne ich einmal von vorne. Die Karre habe ich 2018 habe ich mir die gekauft mit 12.000 Kilometern runter und bin die jetzt bis 16.000 Kilometern gefahren, habe Service alles drum und dran gemacht. Aber ich muss dazu sagen, ich bin ein notorischer Autobahnfahrer. Ja? Also das heißt, viele wissen ja nicht, ich wohne in der Gegend von Hildesheim. Das heißt, fahre mal Richtung Wolfenbüttel und von da aus auf die Braunschweiger Autobahn in Harz. Fahren wir nicht so oft, aber wenn ich alleine fahre, mache ich das schon öfter. Dadurch natürlich unbegrenzt Autobahn. Ja, ich gebe Lack. Ja, was passiert dann natürlich irgendwann? Motorschaden. Es waren 30 Grad Außentemperatur. Und ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich mir so eine hyperkrasse Maschine kaufe, dass sie das auf jeden Fall abkann. Also auf jeden Fall ich zum Harz gefahren, ne? Sagen wir mal einfach 92 hin und auch 92 wieder zurück. Ne? Ohne einmal bremsen, war alles frei, war wirklich Taco, der Tag war mega geil, aber bloß ein bisschen heiß. Durch diese Bauart, die es hier hinten gibt, dieser Krümmer, wird das dann schon sehr warm an den Waden. Und ja, ich habe dann auf jeden Fall schon gemerkt, dass das Motorrad wahrscheinlich ein bisschen gelitten hat, aber ich dachte mir jetzt nichts bei. An der Autofahrt Wolfenbüttel wollte ich runterfahren, habe das Gas weggelassen und beim Gas weglassen habe ich schon gesehen, dass die Öllampe blinkt. War mir für mich schon mal ein bisschen komisch, aber ich dachte mir, na gut, fährt ein bisschen wenig Öl, hat ein bisschen gefressen, kann schon sein. War zu Hause, habe Öl nachgeguckt, war wirklich ein bisschen weniger drin, ein bisschen weniger, jetzt im Schauglas, habe ein bisschen was aufgefüllt, sind dann noch ein, zwei Touren gefahren in den nächsten Wochen und ja, bei der letzten Tour habe ich jetzt, also ich habe jetzt mein Handy separat mit dabei, ihr seht dann selber die Bilder direkt in der Live-Ansicht. Habe ich mein Motorrad nochmal gewaschen, ja, ganz normal vor der Tour, ja, dachte, wäre geil. So, wollten schon mal losfahren, hat aber schon ein bisschen rumgezickt, diese Öllampe hat schon ein paar Mal geleuchtet, dann dachte ich, was das Komisches, ne? Okay, wir gefahren, egal, sind wir hinten auf jeden Fall bei Bokenem, da am Rumfahren, da habe ich gesagt, ey, ich habe Heuschnupfen, ich fahre nach Hause. Bin dann ganz alleine, habe mich von der Gruppe getrennt, bin ganz alleine nach Hause gefahren, fahre auf die Autobahnauffahrt Bokenem Richtung Hildesheim, A7, ja, gleich nach der Autobahnauffahrt, ich habe nur ganz normal auf 160 beschleunigt. Auf der linken Spur geht mir die Karre einfach knallhart aus. Das ist wie als wenn, keine Ahnung, als wenn der Strom ausgeht. Ich kann es euch gar nicht beschreiben, das war einfach ein ganz komisches Gefühl, weil die Karre fährt ja noch weiter, bremst aber durch diese Motorbremse einfach extrem ab. Und von der linken Spur bei einer vollen Autobahn abends um, ich glaube Sonntag war es, also abends 19 Uhr, brechen voll die Autobahn, musste ich erstmal versuchen, ja, die Karre versuchen wieder zu starten, also das heißt die Kupplung wieder loszulassen, das angeht, ging aber nicht, ging kurz an, ging wieder aus, habe dann versucht auf den Seitenstreifen zu rollen. Ja, war auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit, habe ich dann aber geschafft und dann stand ich leider bei der A7 am Seitenstreifen, habe mich dann von meiner Freundin abholen lassen, die musste dann mit meinem Bus kommen und dann haben wir die Karre hinten verladen. Ja, und dann ging es natürlich daran, was mache ich jetzt? Hole ich mir einen neuen Motor, lasse ich den Motor reparieren, bin ich erstmal in der nächsten Woche zu Ducati gefahren, habe die Karre abgegeben, habe gesagt, guck mal bitte nach, was los ist, weil ich habe selber nicht verstanden, wenn man den Motor gestartet hat, war es ein sehr lautes Klackern. Das hört sich eher so angehört, als wenn Ventile abgebrochen sind und die immer nach oben gedrückt werden. Gut, Ducati, kurze Nummer, ja, gesagt, unten waren eben viele Späne. An diesem kleinen Magneten, der hier unten drin ist, bei dieser Ölschraube. Und bei dieser Ölschraube war es dann eben so, dass dann auch irgendwelche Metalle drin sind, die wohl auf diesen Kurbelwellenlagerschaden hindeuten. Ich weiß es nicht, Kobalt, was weiß ich, was, frag mich nicht. Ist auf jeden Fall irgendwas mit dabei, der hat gesagt, Kurbelwellenlagerschaden. Und da muss man eben gucken, was noch ist. Reparatur ca. 5.000 bis 10.000 Euro, je nachdem, wie krass das jetzt wird. Und dauert eben 1-2 Monate. Ja, ich hatte natürlich ein kleines Problem und zwar in den nächsten 14 Tagen wollte ich mit meinen Jungs nach Most, Tschechien auf die Rennstrecke.
Ja, gut. Ich dachte mir, wie mache ich das jetzt? Ne? Keine Ahnung. Habe ich natürlich bei eBay Kleinanzeigen gesucht und habe dann einen passenden Motor gefunden aus Sieke, auch bei einem Ducati-Händler, ein junger Mann, ja, der auch mit der 1199 Rennsteig gefahren ist, hat sich jetzt eine V4 geholt und ich habe dann seinen Ersatzmotor bekommen. Den Motor habe ich für 2200, glaube ich, gekauft. Ventile neu eingestellt, etc. Hatte circa, ich glaube, 9000 Kilometer, hat er gesagt, runter. Gut, jetzt habe ich natürlich gesagt, ey, ich wechsle den Motor einfach selber. Und meine Freundin hat gesagt, ich habe voll einen am Brett, ja, kann ich auch ein bisschen verstehen. Ich bin auch sehr übermütig bei sowas, ja, und überschätze mich auch schnell selber. Aber jetzt kann ich schon mal ein bisschen vorspoilern, ich habe es geschafft. Okay, aber wie habe ich das geschafft? Ich habe erstmal meine neu gebaute Garage oder neu umgebaute Garage, weil wir haben das Haus auch erst neu gekauft, komplett als Werkstatt umfunktioniert und habe mir erstmal zwei rote Regale gemacht und die ganzen Werkzeuge, die ich wahrscheinlich brauche, erstmal in die Ecke gestellt und anschließend den Reparaturleitfaden gedownloadet und ausgedruckt. Ja, dann habe ich gleich am Donnerstag begonnen, erstmal Verkleidungsteile abzubauen. Bei denen habe ich dann erstmal ja, alles schön feinsäuberlich sortiert, alles mit dem HPX-Klebeband, alle Schrauben draufgeklebt, damit keine Schrauben verloren gehen und der Rest auch nicht verloren geht. Anschließend immer weiter nackig gemacht, die ganze Bude. Und anschließend haben wir dann, ja, nachdem wir die komplette Verkleidung runter hatten, war eigentlich nur noch der Rahmen und der Tank vollständig vorhanden. Und dann ging es schon ein bisschen so in diese Motorentechnik. Das ist auch wirklich eine harte Nummer, muss ich dazu sagen, weil bei diesem Motor, es ist ja ein Zweizylindermotor mit 1200 Kubik, also 1199, ist alles so krass verbaut, da kommt ihr nicht mal mit dem Finger irgendwo rein. Ne? Jetzt müsst ihr euch mal reinziehen, ihr müsst da irgendwo mit einer Ratsche rein und eine Schraube lösen. Ich kann auch schon mal vorweg sagen, die schlimmste Schraube ist die unten beim Auspuff, hier vorne an der Aufhängung. Fast unmöglich da dran zu kommen. Wir haben sämtliche Verlängerungen ausprobiert. Also eigentlich hätten wir uns eine richtige Verlängerung flexen müssen. Wir haben die Schraube auch rund gemacht und die habe ich später auch entsorgt und ausgetauscht. Ja, falls ihr diesen Motor auch mal tauschen solltet, denkt bitte einfach daran. Nachdem ich dann den Tank runter hatte und die ganzen anderen Verkleidungsbauteile, sah das Motorrad wirklich sehr nackig aus. Finde ich aber auch irgendwie geil. Also sah richtig cool aus, finde ich. So ein bisschen Street Fighter-mäßig. War ein bisschen lustig. Aber dann geht es eben weiter mit dem... Ja, mit der Auspuffeinheit, und das war das Schlimmste, weil die Auspuffeinheit ist gesteckt und nicht richtig geschraubt. Der Auspuff ist unten dran geschraubt, der Rest ist alles gesteckt. Und bis man diese Technik so ein bisschen raus hat, wie man was drehen muss, damit es sich wirklich löst und später wieder zusammen, das ist die allergrößte Hölle. Naja, egal, es war auf jeden Fall jetzt schon mal Freitagabend. Ich habe bis nachts um 2 habe ich so weitergemacht. Wir haben dann eben die ganzen Steuergeräte demontiert und dann ging es irgendwann weiter, die Kühlflüssigkeit abzulassen, den Kühler zu entnehmen, den Wärmetauscher und ich glaube auch, das muss ich jetzt nochmal sagen, der Wärmetauscher wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Ursache für dieses Problem gewesen sein, weil an der Seite, seht ihr auch nochmal im Bild, ist ein kleiner Wärmetauscher, der so gesehen das Motoröl mit dem Wasserkreislauf kühlt. Und da meiner Meinung nach ist das extrem uneffizient, weil wenn man jetzt zum Beispiel 300 oder 290 auf der Bahn ballert, ja, das Ding hat, was weiß ich, was für eine Öltemperatur, ja, und es ist draußen heiß, der Asphalt ist heiß, die Reifen werden warm, ist unmöglich. Und ich gehe davon aus, dass das Öl an der Kurbelwellenlager dann irgendwann verkokt ist, weil es so heiß war. Kann mich allerdings auch täuschen, das weiß ich nicht. Ja, es ist nur eine Vermutung. Allerdings, wo ich das im Forum gepostet habe, habe ich herausgefunden, dass schon vielen Leuten, die ein bisschen Autobahnen fahren, dieses Problem schon passiert ist. Ja, zu Ducati brauchen wir ja nicht schreiben, die werden sich sowieso mit Händen und Füßen wehren und tritratalala, ist ja auch schon eigentlich eine alte Maschine, ne, von 2012, also schon ein altes Teil. Egal, dachte mir, erspare ich mir. So, und dann ging es natürlich irgendwann los, ich hatte den Motor soweit fast nackig und jetzt musste der Motor einfach nur getauscht werden. Das Schlimmste ist eben, dass der Motor ist so gesehen der Hauptrahmen für dieses ganze Motorrad. Das heißt, wenn ich den Motor rausmache, fällt der Rest auch runter. Dadurch hatte mein Kumpel, sind wir nachts um 12 noch losgefahren in seine Halle. Der hat oben so eine kleine Katze und ich habe oben hier so einen kleinen weißen Träger. Da habe ich dann eben diese Kralle dann dran gemacht und dann haben wir diesen Motor eben hochgehoben, abgebaut und schnell den anderen Motor drauf. Gott sei Dank habe ich den anderen Motor schon mit Halterung bekommen. Dadurch war es ein bisschen leichter für mich, weil ich konnte das mit so einem Rollbrett unten dran machen. Anschließend ging es eben weiter, die Welle oder ja doch die Schraube der Welle hier zu lösen, des Antriebsrades, Ritzels, wie man es auch mal nennt. Ihr kommt auf jeden Fall nicht anders weiter ohne dieses Gerät. Also das ist jetzt der große Bruder. Es gibt davon auch noch einen kleinen Bruder. Ja? Also der macht 2000 Newtonmeter. Ihr braucht ca. 400. Kommt ein bisschen darauf an. Und ihr müsst den ersten Gang reinmachen, damit diese Antriebswelle rausbekommt. Sonst ist es eigentlich fast unmöglich. Ja? Mit der Hand
Könnte vielleicht klappen, aber glaube ich nicht. Ja. Also ich würde auf jeden Fall lieber mit dem Schlagschrauber arbeiten, weil dann wird die Schraube schnell los sein. Ja, dann habe ich die ganze Hinterradeinheit alles gelöst und jetzt kommt's lustig. Das ist hier der kaputte Motor, der jetzige kaputte Motor. Bei dem braucht ihr eine Vielzahnnuss, ja, und das schreibt euch auf jeden Fall hinter die Ohren, die braucht ihr auf jeden Fall, Vielzahnnuss in 14 mm, weil diese Schrauben, die hier drauf sind, das sind nur 4 Stück, die sind aber hier in diesem Luftgehäusekasten mit enthalten. Und bei diesem Luftgehäusekasten ist es eben so, dass ihr da fast gar nicht dran kommt und ihr könnt auch nicht mit einer anderen Nuss das machen, also würde ich euch auf keinen Fall empfehlen, weil wenn die rund sind, dann habt ihr wahrscheinlich komplett verloren. Und dann müsst ihr eben mit einer kurzen Verlängerung arbeiten und mit einer großen Ratsche, damit ihr dann die eben gelöst bekommt. Also das war sehr schwer, die hat man auch im Baumarkt nicht gefunden, die muss ich mir im Internet selber noch bestellen. Und ein Kollege aus dem Nachbardorf hatte glücklicherweise genauso eine Vielzahnnuss da. Ist immer schön, wenn man ein paar Leute kennt, die auch ein bisschen mit Schrauben zu tun haben und die einem dann in der Hinsicht schnell aushelfen können. Weil ich habe den ganzen Motor innerhalb von Donnerstag bis Sonntag Mittag umgebaut und das war komplett fertig. Ja. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil ich denke, nicht jeder schafft das an einem Wochenende. Aber ich denke, wie ihr nochmal auf den Bildern erkennen könnt, habe ich da das ganze Motorrad dann so weit hochgehoben, musste auch die ganze Vorderachse abmachen und habe das einfach schnell dann so gesehen miteinander verbunden. Hier seht ihr nochmal Alex mit auf dem Bild. Bei den Bildern hat Alex auch nochmal kurz mitgeholfen und Hendrik auch. Die nenne ich später auch nochmal, weil ich bin mit denen dann selber nach Most gefahren, nach Tschechien auf die Rennstrecke und viele Hände, schnelles Ende. Deswegen ging das eigentlich relativ schnell weiter. Irgendwann habe ich mir auch keine Fotos mehr gemacht, weil ich wollte einfach nur noch fertig werden. Dann habe ich das Ganze eben wieder zusammengebaut. Die ganze Verkleidungshalle habe ich erstmal abgelassen, um zu schauen, ob das ganze System auch dicht ist. Weil besonders hier hinter, also auf der anderen Seite, seht ihr so eine kleine Wasserpumpe. Und das war echt der Horror, ey, weil die hat so einen Kunststoffrahmen. Ja, und da kannst du auch schnell mal überknacken. Also bricht der Kunststoffrahmen. Ist eine bescheuerte Technik. Also hätten sie auch mal lieber aus Metall machen können, aber egal. Die Schrauben mussten wir insgesamt 4-5 Mal nachziehen, weil da hat es immer rausgesabbert, sobald die Karre eben warm wurde und Druck bekommen hat. Aber wir sehen jetzt nochmal kurz das Video. Das war das erste Mal, wo ich sie angemacht habe und bin wirklich extrem stolz, weil ich denke mal, keiner hätte das gedacht, ja, dass sie dann wirklich läuft. Ich habe einfach alles so wieder angeschlossen und mich auch wirklich an meine Fotos gehalten, die ich dann gemacht habe. Und die Karre lief gleich beim ersten Mal sofort an. Und das ist auf jeden Fall mit der schönste Moment, würde ich sagen, den man so überhaupt erhalten kann, weil wenn man so selber schon mal den Motor umgebaut hat, ja, und das geht dann gleich los, ist wirklich einfach mega spannend. Ja, anschließend haben wir dann eben noch ein paar Sachen geändert. Das heißt, ich habe einen neuen Ölfilter auf jeden Fall. Es ist wirklich alles komplett neu gekommen. Ich habe das Ding einmal komplett 100% safe gemacht. Zündkerzen braucht ihr nicht wechseln. Die hatte er schon kurz vorher gemacht, deswegen habe ich das eben dann nicht gemacht. Ja, und jetzt blende ich euch nochmal kurz ein paar Bilder ein. Das war echt lustig, weil für das hintere Ritzel hier hinten müsst ihr so eine Sternschraube oder Sternmutter lösen, T55 oder sowas heißt das. Ja, und in diesem Reparaturleitfaden steht einfach nur, ja, lösen Sie das mit dem Adapter einfach mit der Knarre oder keine Ahnung. Ja, es ist unmöglich. Ne? Also dieses Ding, das ist so festgemockert. Ihr seht selber nochmal auf den Bildern, ich habe mit dem großen Eisen, ja, das Ding ist 3 Meter lang und natürlich ein Drehmomentschlüssel, war ein bisschen dumm von mir, aber ich habe nichts Längeres da, es war auch ein alter Drehmomentschlüssel, habe ich versucht, diese Schraube zu lösen. Die hat sich nicht ein bisschen bewegt. Ja, mein Vater hat auf der Karre gesessen, die Bremse gedrückt, Vorderbremse gedrückt, gegen die Wand gehalten. Es hat sich nicht gelöst. So, und jetzt ein kleiner Tipp von mir. Ich komme nochmal auf meinen Schlagschrauber zurück, ja, den Milwaukee-Schlagschrauber. Das ist der einzige Schlagschrauber, der es geschafft hat. Wir haben alle mit Druckluft hier probiert, Tritrat, halala. Ja, in unserem anderen Shop habe ich dann selber aus dem Laden diesen Schlagschrauber genommen mit 0,5 Zoll. Und dieses Ding hat 2000 Newtonmeter Drehmoment und mit der ging das Ganze innerhalb von einer halben Sekunde ab. Ja. Kann man gar nicht anders sagen. Ist auch eine kleine Aluminium-Adapterplatte, aber die hat es Gott sei Dank ausgehalten. Und dieses kleine Bauteil benötigt ihr später auch noch, um die Kette dann richtig zu spannen. Damit könnt ihr dann eben einhaken. Ja, ist auch ein essentiell wichtiges Bauteil. Und kommen wir noch weiter zu den wichtigen Geräten, die ihr haben müsst. Das ist eine Akkuratsche, auch von Milwaukee. Mit der habe ich das gesamte, also alles umgebaut. Verkleidungsbauteilschrauben, diese kleinen Schrauben, alles Mögliche. Ja. Ihr kommt in manche Sachen nicht richtig rein und mit der Ratsche dauert es eben mega lange und die dreht eben von alleine und von selber, hat nicht so viel Drehmoment, ja, was auch gut ist, damit die Schrauben nicht abdrückt, hat mich das auf jeden Fall schon richtig viel Zeit erspart. Und nachdem ich dann den ganzen Motor eingebaut hatte, die Karre wirklich lief, war ich heilfroh und es sah schon mal so aus, als wenn ich dem Ende dann relativ nahe komme, hat dann auch Gott sei Dank noch alles gut geklappt und jetzt habe ich auch noch mal ein paar Detailaufnahmen am Motorrad und am Motor.
Ja, und bei den Details möchte ich auch nochmal darauf eingehen, wieso ich mir überhaupt das Motorrad geholt habe. Bei dem Motorrad finde ich es eben extrem geil, weil das ist das serienlauteste Motorrad, was es so in der Form gibt. Ist erstmal mega geil, nach einer Zeit geht es auch ein bisschen auf den Sack. Manchmal ist es wieder geil, kommt ein bisschen drauf an, ist ein bisschen wechselhaft. Ja? Also es ist wirklich ultra laut, natürlich nur im Stand. Beim Fahren finde ich es nicht so krass, weil eben zwei Zylinder, 1200 Kubik. Deswegen habe ich mir die Karre gekauft und weil sie natürlich jeder fährt. Also das finde ich auch sehr wichtig, weil ich möchte nicht ein Motorrad haben, was wirklich jeder fährt. Finde ich auch sonst nicht bei anderen schlimm, aber ich wollte es eben nicht haben, weil ich auch ein bisschen was Spezielles haben wollte, weil ich mir gerne einmal etwas kaufe und möchte es mir auch nicht nochmal kaufen. Und deswegen habe ich mich für die 1199 entschieden. Es gibt ja auch die 899, auch ein mega geiles Motorrad. Vielleicht sogar ein bisschen besser auf der Rennstrecke, weiß ich nicht genau. Ich bin ja sowieso nicht der krasse Typ für sowas. Da ich ja auch auf der Rennstrecke gefahren bin mit dem Motorrad, habe ich das Motorrad richtig gut kennengelernt. Das muss ich auf jeden Fall schon mal dazu sagen. War allerdings nicht einer der besten oder sowas. Ich habe es auch nicht übertrieben. Ich bin da relativ vorsichtig an die Sache rangegangen. Ansonsten ein mega geil ausgeklügeltes System für die Rennstrecke und für schnelle Fahren. Weil Aufhängung, der Motor, das Ansprechverhalten, wirklich 1A bei dem Motorrad. Also kann ich gar nicht anders sagen. Ist allerdings ein bisschen schwierig. Und ja, falls auch ihr irgendwann mal so einen Motor tauschen solltet, kann ich euch noch mal ein paar kleine Kniffe mit dazugeben. Also, wenn ihr zum Beispiel einen Motor tauschen solltet, ist die allerschlimmste Schraube hier unten. Die könnt ihr aber selber wahrscheinlich nicht direkt sehen. Das ist die Auspuffschraube, bei der ihr unterhalb der Kette, da, hier ist sie, da oben, kann man ganz, ganz schwer sehen, unterhalb der Kette, die erstmal lösen müsst. Horror hoch 3 auf jeden Fall. Selbst wenn die Verkleidung weg ist, ist die Kette noch im Weg und so weiter und so fort. Ihr könnt es dann eben so machen, dass ihr mit einem Wagenheber unten den ganzen Motor hochhebt oder eben diese ganze Einheit hier hochhebt, also die Hinterradeinheit, damit ihr ein bisschen mehr Platz habt. Das ist also vereinfacht euch auf jeden Fall die ganze Arbeit. Ansonsten gibt es da nicht mehr so großartig viele Kniffe, die ich euch noch zeigen könnte, außer auf der anderen Seite diese ganzen... Hier, also das ist auch noch ein Problembauteil, dieser Gangsensor, der sich hier drinnen befindet. Viele denken ja, dass wenn, manchmal hat man das zum Beispiel, die hat der Quickshifter, du schaltest hoch und beim Hochschalten brauchst du keine Kupplung ziehen, das macht alles automatisch, das ist schon mal echt gut. Aber manchmal funktioniert es nicht richtig, er verschaltet sich oder auch das Schalten generell funktioniert nicht richtig. Entweder liegt es daran, weil eure Kupplung nicht entlüftet ist, ja, das heißt so gesehen, weil eben Luft im Kupplungssystem ist. Oder es liegt daran, weil dieses kleine Kabel, wenn ihr es einmal abhabt oder das Steuergerät, was ich durchstemmt wurde, muss das neu angelernt werden oder neu kalibriert werden. Das heißt, ihr müsst zu Ducati hinfahren, die müssen das an dieses Diagnosegerät stellen und dann funktioniert das Ding auch wieder. Ich habe mir nämlich damals mal so ein Teil neu bestellt für 90 Euro, ich habe es eingebaut und es hat trotzdem nicht funktioniert. Also wie gesagt, denkt dran, einfach nur anlernen. Ja, und ansonsten haben wir eben noch beim Motor, wie gesagt, diese paar kleinen Problemstellen. Wie oben diese Schrauben, weil hier sitzt ja dieses ganze, hier sitzt ja so gesehen der Rahmen drauf. Wir können das jetzt nochmal in einer 1:1 Ansicht machen. Genau so ist der Motor ja eingebaut. Und bei dem Motor ist es eben so, dass hier hinter diesem, also unter diesem Tank und hier hinter ist eben dieser ganze Rahmen. Das ist auch so gesehen der Luftfilterkasten, der Rahmen. Und diese Schrauben sind wirklich ultra eklig zugänglich. Ja, und ihr braucht, wie gesagt, wirklich diese Vielzahnnuss, damit ihr das eben lösen könnt. Und hinzu ist das hier hinten, die vorhin genannte Wasserpumpe, wo dann dieser Flansch hier drauf kommt, der eben nur mit 3 Schrauben befestigt ist, die auf jeden Fall nicht, ja, nicht richtig dicht sind. Ja? Macht das auf jeden Fall so, dass ihr schön alles glatt schleift und so, bevor ihr das richtig drauf macht. Ja, ansonsten Sekundärluftsystem hier zu sehen, müsst ihr eben auch an dieses Gehäuse hier unten mit anschließen. War jetzt bei dem anderen Motor nicht, weil der hat ja wie gesagt diesen Rennstreckenmotor gehabt und hier waren bei dem Rennstreckenmotor auch so Klappen drauf. Das gehört auch zum Sekundärluftsystem. Ist auch erstmal nicht so wild. Ja, und ansonsten ist hier die Schraube ja drauf, die ihr mit dem Schlagschrauber lösen müsst, ja, von diesem Antriebsritzel. Und ja, also wie gesagt, ohne Schlagschrauber empfehle ich das euch auf gar keinen Fall. Zum Motorölwechsel und zum Wechsel des Filters müsst ihr hier unten einmal gucken. Hier unten ist diese Schraube, bei der ihr das eben rausgedreht habt, wo man dann eben die Späne sieht. Die können wir auch gleich nochmal rausschrauben. Hier sind die beiden Schrauben für den Ölfilter. Hier schraubt ihr die beiden Schrauben raus und zieht den Ölfilter dann am besten mit so einem Ausziehwerkzeug raus. Weil wenn ihr das nämlich mit einem Schlitzschraubenzieher macht, dann geht das wirklich schwierig und ist auch nicht so das Allergeilste. Na gut, und jetzt schauen wir uns erstmal die Schraube an. Oh, da kommt aber noch viel. Shit, das ist noch sehr viel. Okay, eigentlich hatten die gesagt, haben sie leer gemacht.
Egal, ich halte einfach mal drauf. So, und wie ihr sehen könnt, hier ist die Schraube und hier sind die ganzen Späne drauf. Ihr könnt die eben, wie gesagt, auch abnehmen. Ja, mit einer Hand jetzt nicht so geil, aber ihr seht selber Metallspäne und hier auch. Ja, das heißt natürlich, dass irgendein Lager durch ist und vielleicht auch ein Teil der Kurbelwelle. Ja, es ist dann eben so, können wir nicht ändern. Also, wenn auch ihr irgendwann mal diesen Motor tauschen solltet, ich wünsche es euch nicht, aber falls es wirklich so sein sollte, seid ihr ein bisschen vorbereitet. Wenn ihr natürlich Fragen haben solltet, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ich werde euch so gut es geht natürlich helfen können, aber ich denke, es gibt noch viele andere. Ich wollte auch nochmal sagen, diese Ursache kann entweder, wie vorhin schon genannt, diese Wärmetauscher sein oder eben, es war auch zu altes Öl. Ich habe die Karre allerdings, seitdem ich die gekauft habe, mit 12.000, 11.000 irgendwas, immer Service machen lassen bei Ducati. Habe aber auch schon beim Luftfilterwechsel so meine Bedenken gehabt, weil das Datum irgendwie nicht mit dem übereinstammte, wo ich es abgegeben habe. Also sagen wir einfach so, ich habe das Vertrauen auch ein bisschen in die Werkstätten verloren. Daher habe ich mich ja dazu auch selber entschieden, dass ich alles selber mache. Ich wollte mir eigentlich nicht die Mühe machen und mir alles aneignen. Muss ich im Endeffekt leider trotzdem. Jetzt weiß ich besser Bescheid und jetzt werde ich es auch anders machen. Gut, und jetzt werden wir nochmal einen kleinen Soundtest machen und gucken mal, was diese App hier mit DB überhaupt so macht. Keine Ahnung. Okay, los geht's. Zeig doch was an! Okay, ich glaube, wie wir alle gemerkt haben, ihr vielleicht nicht so extrem, die Karre ist scheiße laut. Sie ist wirklich scheiße laut. Ne? Und ich habe nichts daran gemacht, es ist wirklich alles original, wenn man so einen Termignoni-Auspuff oder sowas hat, keine Ahnung, wie der auch immer heißt, der kostet mal 1.500 Euro, weiß ich wie viel, ja, der hat bestimmt noch mal ein bisschen mehr Dezibel mehr. Aber jetzt natürlich, hier schallt es auch sehr extrem, das muss ich dazu sagen, seid ihr jetzt im Wald unterwegs, dann geht's, aber euch hört auf jeden Fall jeder Knüppel, ne? Jeder Autofahrer, jeder hört euch, ne? Aber egal. Gut, das war ein auflockerndes Video. In dem nächsten Video wird es darum gehen, wie es in Most in Tschechien auf der Rennstrecke war. Wir werden ein paar Ausschnitte zeigen, da war ich mit Hendrik und Alex. Und ja, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, habe meine ersten Erfahrungen auf der Rennstrecke sammeln können. Die beiden waren natürlich schon ein bisschen Profis, ne, sind schon in der dicksten Gruppe da mitgefahren. Ich war der Low-Level-Typ, aber dazu geht es im nächsten Video. Viel Spaß!